Hallo Leute, begrüße euch auf meinem Kanal. Ich bin der Manuel von Manuels Invest und ich möchte euch heute gerne die Firma Yota vorstellen. Also die Firma Yota Trading Hong Kong Limited ist seit dem 17.12.2013 auf dem chinesischen Markt mit einem Eigenkapital von 23 Millionen. Ich zeige euch erstmal die Lizenz. Und zwar gehen wir hier auf den Investment Directions. So. Dann scrollen wir hier runter und da eine Lizenz. So, da sieht man die Company Nummer. Yota Trading Hong Kong Limited. Ja, es eröffnet wird am 17.12.13. Ja, dann die E-Mail-Adresse. 23 Millionen Eigenkapital hat die Firma. Dann der Director ist Lin Wen Feng. So, weiter geht es rein drauf ein, das könnt ihr selber noch gucken. Dann gehen wir hier auf das Ranking. Das heißt, die Seite wird global steigt. Aufrufe, dann sieht man. Juni 17 war es noch 500 Aufrufe. Jetzt sind wir bei 260.000 Aufrufe. Ranking. Da sieht man es, Russland ist an der Spitze, Deutschland ist knapp drunter, also wird es eigentlich gut angenommen. Und auf dem Vorne war es, da kann man gucken, wo das ab ist. Das heißt, wo der Server liegt, alles drum und dran. History, IP-Geschichte, sogar 12 Jahre, Hochzinsgeschichte von 9 Jahren. Also sieht man schon, ob die Seite schon eine Weile besteht oder nicht. So, dann kommen wir mal zu den Investmentplänen darunter. Also Yota ist jetzt also ein chinesisches Unternehmen, ist jetzt auch in Europa drin. Und ja, die arbeiten im Bereich Forex und Kryptowährung, also im Trading-Bereich. Und hier im Quickplan bekommen wir 1,5%. Also Mindesteinlage sind 35 Dollar und das hier geht dann 15 Werktage, das heißt knapp 3 Wochen. Daran ist wichtig, dass wir dann unsere Einlage wieder zurückbekommen. So, am Tag kriegen wir jetzt für 100 Dollar 1,50 Dollar, in der Woche 7,50 Dollar und ja, in den 15 Tagen 22,50 Dollar. Dann gehen wir zum Shire-Plan, kriegen wir 1,8%. Daran ist allerdings so, dass wir jetzt kein Limit haben. Mindesteinlage ab 300 bis maximal 5.999. Also bei 300 kriegen wir 5,40 Dollar am Tag. 27 Dollar in der Woche und im Monat sind es dann 118,80. So, der Schandplan, dann liegen wir bei 2,2%, Mindesteinlage 6.000, auch wieder das Deposit, also das ist die Einlage ohne Limit, können wir es drin lassen, bis Maximum 19.999 und ab 6.000 Einlage kriegt man hier unter 132 am Tag, 660 in der Woche und 2.904 im Monat. Der Zielplan sind 2,5%, Mindesteinlage 20.000, maximal 69.900. Bei 20.000 bekommen wir 500 am Tag, in der Woche 2.500 und im Monat 11.000. Und dann kommen wir zum Handplan. Der Handplan, ja, über 3%, Mindesteinlage 70.000 und Maximaleinlage sind dann 500.000. Ja, das heißt, bei 70.000 kriegt man 2.100 am Tag, 10.500 in der Woche und 46.200 im Monat. So. Dann logge ich mich am besten mal ein und zeige ich euch das Backoffice innen drin. So, mal einloggen.
Also ich habe jetzt Einlage drin von 332 Dollar und 28 Cent. Ich bin jetzt schon im Shareplan, also das heißt, wenn ihr es reinvestiert, das wird dann noch dazu gezählt. Das heißt, ich habe jetzt 1,8% und kann mir jetzt am, muss ich gucken, was das ist. Also gestern habe ich mir auszahlen gelassen, das waren 4,37 Dollar, also ich lasse jeden Tag auszahlen. Ja, also das Weiße ist dann euer Profit. Das Gelbe ist euer Partner, also wenn der Partner einsteigt, wird das hier angezeigt. Ja, da gehen wir jetzt mal gerade zu der Auszahlung. So, da kriege ich jetzt Dornen drauf. Dann noch Withdrawals. Und dann sieht man, ich habe es hier ab 9.9. Auszahlung gelassen, 21 Dollar. Bis jetzt aktuell 26.9, das war gestern. 4,37 Dollar, also die Auszahlung kommt innerhalb von in der Regel 2 Stunden an. Außer ihr bucht es am Wochenende, dann wird natürlich erst am Montag gebucht. Ja, dann habt ihr da oben euren Raffling, wenn ihr eingeloggt seid. Gibt es noch Einzahlung oder beziehungsweise Auszahlung? Auszahlung geht ab 10 Cent. Einzahlung, Mindesteinlage wieder 35 Dollar. Payment, also die Zahlungsanbieter, Alipay Cash, Perfect Money, Payer, Bitcoin, Ethereum und die anderen drei sind, glaube ich, die chinesischen Zahlungsanbieter. Ja, dann gibt es hier noch den Reinvest-Button, das heißt, sobald ihr hier 35 Dollar stehen habt, ja, das ist euer Balance, sobald ihr hier das eingeht, also 35 Dollar ist Mindest-Reinvest, wo ihr machen könnt. Ja, dann müssen wir erst. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Struktur rein, man, das nervt das dann so. Struktur. Das heißt, ihr bekommt hier in der ersten Linie 7%, in der zweiten Linie 5%, in der dritten kriegt ihr 3% und von der vierten bis fünften kriegt ihr 2%. Ja, also wir dann. Ja, das war eigentlich jetzt mal alles. Also wird es nochmal am Freitag nochmal 500 Euro Nachlege, das sind ungefähr knapp 550 Dollar. Ja, und dann werde ich erstmal den Profit rausbuchen, bis ich dann mein REO erreicht habe, das heißt mein Return of Invest. Wenn ich das dann geschafft habe, dann werde ich dann mein Kapital wieder weiter, sozusagen, also weiter reinvestieren. Aber erstmal die Einlage sichern. Ja, und dann können wir weitersehen. Also mal gucken, wenn ich den zweiten Plan erreiche. So, das war eigentlich alles, was man jetzt über die Seite sagen kann im Backoffice. Ich werde nochmal speziell das Backoffice nächste Video promoten oder vorstellen. Ja. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal und dann zeige ich mal auf den Erfolg und dann sehen wir uns nächste Video und tschüss.